Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge New Pokémon Snap. Ja, ist super toll. Ich habe jetzt seit gefühlt Wochen nichts mehr aufgenommen, außer Cards Against Humanity einmal, weil meine Mikrofone mit dem neuen Laptop nicht wollen vom Headset. Und ich habe jetzt gerade ein richtig behindertes Scheiß-Setup, mit dem ich irgendwie mein Studio-Mikro am Fernseher verwende, was literally daraus besteht, dass ich das gesamte Stativ inklusive Mikrofon mit Hilfe eines Gürtels an mich dran gehängt habe. Also, mal gucken, wie das mit dem Aufnehmen klappt und wie das mit der Audio ist. Weil ich stehe ja gern beim Aufnehmen, da bewege ich mich auch und dann bewegt sich auch noch das scheiß Mikro. Yay! Hey, hast du mal eine Minute? Ich verrate den Geheimnis, aber behalt's für dich, ja? Gerade laufen Tests für eine spannende neue Funktion für das Neo One. Anscheinend handelt es sich um eine Schrumpffunktion. Update. Update-Features, alles in der Zeit, in der ich nicht aufgenommen habe, gekommen. Neue Areale, Sticker, so ein Scheiß und eine Schrumpffunktion. Wollen wir das mal heimlich ausprobieren? Hey, was treibt ihr beiden denn da? Oh. Nichts? So, dann stört's euch ja sicher nicht, wenn ich den Professor rufe. Hey, lasst es! Ich erklär's dir später, okay? Wo waren wir? Ah ja, das Schrumpfen soll automatisch geschehen, wenn man an einer bestimmten Stelle im Naturpark scannt. Lasst uns das suchen. Nicht jetzt, nicht heute. Wir wollen ganz normal weitermachen. Wir müssen, glaube ich, nochmal auf Dürüm durch die Nacht gehen, würde ich zumindest schätzen. Wir haben jetzt hier ja auch Lumina Orbs. Kann gut sein, dass wir Level 2 noch brauchen. Und das Problem ist, dass das Stativ so ein Scheißteil hat. Das sticht mir so richtig in den Magen gerade. Das ist das behindertste Setup, das ihr je gesehen habt. Ich schwör's euch. Aber ja, die letzten zwei Folgen New Pokémon Snap waren ja nur nachkommentiert. Ich habe auch versucht, eine Folge vom Zweitkanal anders aufzunehmen. Hat nur kein bisschen hingehauen mit einem anderen Mikrofon als dem hier. Dementsprechend habe ich die Aufnahme auch direkt verworfen. Und jetzt hoffe ich, dass ich so zumindest mal ein bisschen was machen kann. Na, danke fürs Wegrennen, du Wurstbrot. So, wir haben jetzt die Lumina-Kugeln, mit denen wir zum Beispiel an solchen Orten was bewirken können. So, ein ganz gutes Foto war da, glaube ich, dabei. Was genau das hier jetzt bringt, weiß ich nicht. Weil reagieren tut da nichts. Aber naja, trotzdem, wir sind immer noch nachts hier in der Schneegegend. Habe ich ja schon beim Nachkommentieren mehrfach betont, wie nice ich diese Gegend finde. Und Gott, ich merke schon, mein Commentary wird ein bisschen unterm Setup leiden. Weil, fuck, es ist nicht so einfach, mit so einem Scheiß zu reden. Aber yay. Genau das ist im Prinzip mein YouTube-Kanal an sich. Ich denke mir irgendwelche komplett bescheuerten Lösungen für Probleme aus, die ich anders nicht hinkrieg. Hi. Scheißvieh. Schmeiß den Apfel ins Gesicht, holst du jetzt? Moin. Ich wusste nicht, dass es das Vieh hier auch gibt. Ja gut. Das Vieh-Senior denkt sich einfach, okay, bevor ich mich jetzt fressen lasse, bringe ich mich lieber selber um. Sad story. Ja, näher ran kommt man leider nicht, also. Ach stimmt, ich habe jetzt vermutlich verpennt, ein besseres Foto von diesem Mottenviech zu machen. Ah, hatte ich noch kein gutes, aber scheiß drauf dann nicht. Vielleicht kriege ich es ja noch von hier aus raus geaimbottet. Überraschung, nein, ich habe es nicht geschafft.
Hier, ich muss erstmal die Features wieder checken, lol. Es ist jetzt halt echt ewig her, dass ich gescheit was aufgenommen habe. Und dementsprechend ist das Commentary gerade serviert, mein Playstyle vielleicht auch. Die Art, wie ich rede, wahrscheinlich auch, aber das liegt am Setup. Oh, Aimbot. Das war ganz decent, das Bild. Alter, ich muss echt gucken, ob ich das irgendwie noch anders hinkriege. Das drückt so mega in den Bauch, das eine Scheißteil da. Na dann, bisschen Speed. Hui. Ich will ein besseres Alola Vulpix Foto. Nice. Jawohl, da waren ein paar gute. So, der Drecksblizzard chillt noch da. Ignorier mich nicht, du Viech. Danke. So. Jetzt haben wir das auch geklärt. Das Viech. Tschüss. Ja, diesmal habe ich nicht die ganze Strecke durchgefanboyt, wie geil das alles aussieht. Ich weiß. Ich hätte es auch nochmal gekonnt, aber ich glaube, das will sich keiner anhören. Okay, die Audio, die ich hier habe, wahrscheinlich auch nicht. Die sieht zumindest fucking laut aus. Hast du Zeug gefunden? Ja. Nix so Besonderes. Das gefällt mir eigentlich. Mir fehlen auch noch 2 Sterne. Oh, das ist halt auch ein ganz cooles Foto, aber nee. Ich nehme das da. Vulpix hab ich. Hier bei den Seemops ein paar mit 2 Sternen, aber. Nee, gönn mir das hier. Ja. Ich hab von vielen Viechern jetzt nicht so tolle Fotos wieder. Rexblizzard habe ich zumindest. Irgendwas Ansehnliches diesmal. Das war ja letztes Mal überhaupt nicht der Fall. Oh, 4 Sterne, Rosanna. Gönn ich mir. Dass das nur einer hat, einen hat, ist aber weird. Und die Seemops habe ich nicht so krass. Ja, nehme ich mal das hier. Und dann habe ich anscheinend noch 1 oder 2 ohne Motiv, aber scheiß drauf. Ich probiere nebenbei mal ein bisschen, ob ich das Setup noch wenigstens ein klein bisschen umstellen kann, so dass es ein bisschen angenehmer für mich ist. Oh, ja, Diamantsterne fühle ich. Ehrenhaft. Ich sehe schon, die Audio wird dadurch ein bisschen leiser, wie ich gerade habe. Aber ja, das fühlt er nicht. Ehrenlos. Wie Senior habe ich inzwischen fast von jeder Stufe was? Ich muss auch ein bisschen auf die paar Zeit gucken, wie ich das sehen kann gescheit. Weil ich kann mich logischerweise mit meinem geilen Setup jetzt nicht zu sehr bewegen. Das ist nur 3-1. Willst du mich flachs vor allem Größe? Ja, das ist viel zu klein, oder was? Hä? Ja, das ist nicht gut. Das ist aber gut. Danke dafür. Findet er zumindest besser als das letzte bei Gelatvino. Und das ist schlechter. Ja, tatsächlich für ihn nicht deutlich. 1 Sterne Seemops hatte ich noch nicht. Und damit erreichen wir Level 2 im Schneefeldnacht. Oh Gott, bräuchte man hier viel für Level 3, auch wenn das halt eine Gegend ist, bei der es cool wäre.
So, gibt mal wieder Neuigkeiten. Und ja, dementsprechend, ich schätze mal, das hier ist so der Punkt im Spiel, über den ich wahrscheinlich auch am wenigsten weiß tatsächlich. Abgesehen von den DLCs, über die ich gar nichts weiß. Außer eben, was erzählt wurde, was so vorkommt grob. Und ich weiß, dass anscheinend in den DLCs irgendwo Floink und Shinux auf derselben Stelle rumhocken. Professor, ich habe gehört, du hast einen neuen Teleportierpunkt entdeckt. Wow. Ja. Das Energievorkommen auf Dürüm befindet sich unter der Erde. Eine unterirdische Erkundung? Krass! Diese Höhle scheint ungewöhnlich tief zu sein. Erkundet sie also bitte gründlich. Ach stimmt, eine Höhle gab's in diesem Spiel. Ja, genau das meine ich mit, ich kenne das Spiel an diesem Punkt sehr gut. Hey, hast du kurz Zeit? Ich weiß nicht, ob der Professor schon was davon erzählt hat, aber... Wir dürfen den Strand jetzt auch nachts erkunden. Ich dachte, das wäre erst nach der Story. Ach stimmt, das war das Riff da. Ja, Gehen wir zum Strand oder in die Höhle? Wir gehen erstmal in die Höhle. Entlegene Höhle. Gebiet, Höhle. Kreative Namen. Danke dafür. Hilfe, ich verrenk mich. So, 11 Minuten sind wir in der Folge, gut zu wissen. Und ja, Höhlen sind jetzt in der Regel nicht so meine Lieblingsgegend in Videospielen. Mal gucken, ob die hier mich umstimmen kann. Get ready. You've got a long way down. Ach so, das war das WhatsApp wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, dass diese Gegend mich ein bisschen überfordern wird. So. Vielleicht irgendwo mal was anderes sinnvoll als WhatsApp. Sieht gerade an dieser Stelle nicht so sehr danach aus. Ich meine halbwegs ein X-Bad. Ist aber auch wieder sehr cool designtechnisch. Ich mache wieder ein, zwei Fotos. Ich habe inzwischen tatsächlich auch auf dem Laptop einige Fotos von der Umgebung hier im Game rübergezogen. Oh, ich dachte, der macht irgendwas Lustiges. Yo, das ist auch cool. Ohne zu viel zu sagen zu wollen, ich glaube, das ist so ein Bild, das kann ich bestimmt mal als Hintergrund im nächsten großen Hörspiel nach der Walross-Edition nutzen. So. Hier der Fluss ist auch echt cool. Hier gibt's wieder einige coole Orte auf jeden Fall. Auch wenn es Pokémon-technisch bisher echt eher mau ist, so. Ich habe ja echt fast gar nichts. Da chillt ein Zubiris. Da chillt... Das war wieder ein WhatsApp. Wahrscheinlich. Sie sind alles coole Gegenden. Doch, also designtechnisch ist diese Höhle auf jeden Fall auch wieder eine Top-Tier-Stage. Das verpisst sich jetzt einfach. Da hinten wäre eine Kristallblume gewesen. Hätte ich draufwerfen können, wenn ich sie früher gesehen hätte. Da streitet sich ein X-Bad mit ein paar Fossilien. Korrigiere. 2 X-Bad mit 2 Fossilien. Servus. Los, reagier. Oh, ja. Okay, ich dachte eigentlich, ihr schnauzt mich jetzt irgendwie an oder so, aber das geht auch.
Ah, ich hab's bei solchen Fotos gern, wenn kein Pokémon mit drauf ist. Ich sag mal so, ein Panorama-Shot ist immer praktisch. Och, und dann kommt das fucking Ziel! So! Leck mir! Und das war's tatsächlich. Also, vom Umgebungsdesign muss ich sagen, ist das eine sehr coole Stage. Oh, da ist ein Kleinstein. Und wie kommt das Gengar da raus? Anscheinend nicht so schnell. Ah, da habe ich's erwischt. Was willst du? Oh, und hier ist das Ziel dann, ja. Ja, die Pokémon, muss ich sagen, waren hier jetzt nicht so krass. Da haben die mir im Eisgebiet deutlich besser gefallen, in der Eisebene. Aber Umgebungsdesign war es auch wieder. Allgemein, die letzten Vulkan, Eislandschaft, Höhle waren die designtechnisch meiner Meinung nach besten. So, dann, was hältst du von meinen Fotos? Viele sind's ja nicht. Viele sind auch nicht gut. Nehmen wir das da und das da. Hier habe ich ganz wenig mit 2 Sterne. Warum ist das 2 Sterne? Aber scheiß drauf. War eh das Beste. Das ist auch nicht gut. Ich habe wirklich keine guten Fotos gefühlt, diesen Durchgang. Warum bist du 3 Sterne? Ich muss es nicht hinterfragen. Ja, komm, also das ist wahrscheinlich... Ja, das war das beste Foto auf diesem Durchgang. Dann gleich nicht vergessen, ein paar im Album zu speichern. Und dann ab. Ja, Rokara 2-3, perfekt. Sehr viele Punkte, kann sich keiner drüber beschweren. WhatsApp mit den 3-3. Allgemein, in diesem Durchgang, das einzige Foto, das überhaupt eine Chance auf 4000 hat, ist das Ramaidon. Okay, okay, vielleicht noch X-Bat. Ja, X-Bat hat's. 4-4. Aber ansonsten waren einfach die Fotos nicht gut in dem Durchgang. Das ist grottenschlecht, dass das überhaupt irgendwie auf 2-8 kommt, ist mir nicht klar, wie das sein kann. Das ist genauso Trash. Die anderen Zubiris-Fotos waren auch besser, aber halt nicht 3 Sterne, you know. Das ist ganz cool, das Bild, aber ich glaube echt nicht 4K. Willst du mich flachsen? 4 Punkte! 3996! Warum? Ich hasse es! Ja, das sind die 4K auch noch bei Ramaidon zum Abschluss. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Audio ist echt inconsistent, aber ich müsste ein Headphone-User-Warning davor packen. Naja, mal wieder nichts sonderlich Effektives hier. Das Gengar gefällt ihm. Und ja, ich kann noch nichts weiteres machen. Ich werde erst Level 2 brauchen. So. Das hier auf der Konsole speichern. Das hier ebenfalls. Nee, ohne Motiv. Das heißt, das hier genau. Und dann habe ich noch das hier auf der Konsole speichern. So, ein paar gute Hintergrundbilder. Und ich muss echt bei diesem... Och, geil, jetzt macht mein Setup Schlapphilfe. Jetzt verschiebt sich das Mikrofon irgendwie, Hilfe. Ich muss kurz gucken, welche der Schrauben da
die das Festmachen locker ist. Ich habe sie schon gefunden. Und damit machen wir weiter. Ja, relativ simpel. Wir machen nochmal die Höhle, um dort Level 2 zu erreichen. Oder ein bisschen Abwechslung. Wir machen noch den Strand bei Nacht heute. Nächstes Mal gehen wir dann wieder in die Höhle. Und vielleicht schaffen wir dann nächstes Mal das nächste Lumina-Pokémon. Unmöglich ist es definitiv nicht. Boah, aber auf jeden Fall muss ich nach diesem Durchgang mal gucken, ob ich das Setup zumindest irgendwie umdrehen kann. Das Problem ist halt wirklich, dass eine der Befestigungen nicht weg von mir zeigt, sondern direkt in meinen Kackbauch reinsticht. So. Allgemein auch mehr sowas, mit dem man mich gut bekommen kann. Nacht sowieso immer. Mit Nacht kriegt man mich immer dran eigentlich. Oh, boah, das ist cool mit dem Mond. Der ist mir auch sympathisch. Reagier schneller. Verpiss dich. Die Viecher da haben auch richtig Bock. Sekunde, jetzt machen wir das Ganze nochmal, wenn du leuchtest. Danke. So, das dürfte dann auch ein ordentliches Foto davon sein. Ja, die Driftzeppeli waren jetzt nicht so krass. So, da habe ich eine Kristallblume getroffen. Und die Animation, wie das Vipites da ankam, war irgendwie weird. Das sah irgendwie so null animiert aus. Keine Ahnung, was das war. Das sah einfach null animiert aus. Ich dachte kurz, das wäre irgendein Pokémon, aber nein. So, mit dem Mond kann ich ja auch noch ein Bild machen. Dreh dich nicht weg. Danke. So. Ui, hier lang. So. Hier chillen nochmal ein paar andere Pokémon ab. Ich glaube, Corazon habe ich noch kein so gutes. Müsste definitiv ein neues Bestes sein. Ja, den juckt's nicht, dass ich ihm Essen ins Gesicht werfe. Der pennt gleich weiter. Ja, ich habe irgendwie gedacht, die machen mehr, wenn sie alle leuchten und dann vielleicht noch Musik haben, aber dann wohl nicht. Muss ich wohl ohne auskommen. Sad Story. Und guck mal, ich habe bei dir schon wieder Essen hingeschmissen. So, hier, es leuchtet ja schon hier. Die Viecher kommen bei Nacht auch mal raus. Das Raichu da hinten ist fett am Wiben. Das ist auch ein Pokémon. Well. Es hat auch Bock. Das Octillery hat gar keinen Bock und verpisst sich mal wieder. Anscheinend nicht. So, und das scheint es dann auch gewesen zu sein mit Motiven, mit denen ich was anfangen kann. Da ganz hinten waren noch irgendwelche Viecher, aber da denke ich mir auch, Digga, man kriegt die auf jeden Fall woanders besser hin und vor allem größer. Deswegen nicht sonderlich sinnvoll.
So, Strand bei Nacht, ja. War ganz nice. Kann man machen. Das ist wohl das Beste. Ich meine, ich persönlich mag ja den Mond auf dem dritten, aber der juckt den Professor wahrscheinlich einen Scheißdreck. So, Drift Zeppeli. Das Foto sieht irgendwie sehr weird aus von dem Vipitis. Ist Kala einfach. Ist das einzige 2-Sterne-Ding, okay. Ah, ich habe schon 1 und 2 Sterne bei Corazon. Das erste mit 2 Sternen sah toll aus. Und hier ist das zweite. Ja, nee, Raichu ist Bullshit. Und das mit dem Mond dann halt wieder abspeichern. Einfach weil, warum nicht? Ich werde aber dieses Video auf jeden Fall auch mit der Audio hochladen. Literally, ich habe seit über 3 Wochen, glaube ich, kein Video, das nicht Walross-Edition oder CAH war mehr produziert. Ehrlich gesagt, 1 produziert, aber verworfen für einen Zweitkanal. Ja, das ist eindeutig. Kokowai mag eher weniger, aha. Muss ich sagen, verstehe ich nicht unbedingt, aber sein Ding, I guess. Und das ist 3,5. Okay, man darf den Professor, glaube ich, schon hinterfragen. Ja, die Bewertungen sind sehr seltsam. Wie war das Vipitis denn bitte schlechter als das Drift Zeppeli, genau. Ich kann die Pokémon-Namen, Leute. Ich bin krasser Fan. Ich kann nur manche Pokémon-Namen, help. Ja, das ist halt einfach besser. Muss man nicht diskutieren. Das ist schlechter, muss man nicht diskutieren. Das hatte ich noch nicht. Ey, das fühlt der ja so wenig. Was mit dem? Also komm, das magst du aber, oder? Was? Schiebung? Ja, und das ist Trash. Das war schlicht und ergreifend Trash. So, das reicht auch nicht für Level 2, da braucht man einiges. Aber das reicht, um diese Folge von New Pokémon Snap abzuschließen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo auf dem Channel da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, wenn ich wieder mit demselben Scheiß-Setup aufnehmen muss.